Jetzt kommt der Heinz von Eclipse mit einem, ja, hört ihn selbst. Ja, der Redebeitrag ist entstanden aus einer Kooperation von Eclipse Leipzig und der hedonistischen Brigade von Eclipse Berlin und den hedonistischen Brigaden Leipzig. Ja, dann fange ich mal an. Wenn wir hier heute das Ende des BTMG fordern, dann fordern wir die Gesellschaft dazu auf, psychoaktive Substanzen nicht länger zu kriminalisieren. Wir fordern die Abschaffung des Drogenverbots aus unterschiedlichen Gründen. Weil es kontraproduktiv ist, Menschen an den Rand der Gesellschaft zu drängen und nicht zuletzt deswegen, weil Drogenverbote niemals das Ende irgendeines Drogenproblems erreichen werden. Was wir fordern, ist kein Wunsch, das Gute, Wahre und Schöne nicht länger von der Menschheit fernzuhalten, sondern wir beanspruchen die Freiheit über Entscheidungen, die uns abgenommen werden. Sind wir für Drogen? Wollen wir Drogenkonsum verharmlosen? Nein. Wir wollen vielmehr aufzeigen, dass es völlig unsinnig ist, Substanzen, auf die keine Steuer erhoben wird, in Gesetzestexten zu katalogisieren und deren Konsumentin zu illegalisieren. Legalisierung bedeutet Entrechtung, bedeutet gesellschaftliche Ausgrenzung, bedeutet Repression, bedeutet, dass Menschen aufgrund von Entscheidungen über ihren eigenen Körper als weniger wertvoll für die Verwertungsmaschinerie namens Dienstleistungsgesellschaft erachtet werden. Doch was ist die Alternative? Die unveräußerlichen Rechte, also Menschenrechte, von Drogengebraucherinnen einzufordern, klarzumachen, dass sie menschliche Wesen mit Gefühlen und anderen berechtigten Interesse sind, wie nach dem von gesellschaftlicher Partizipation, sie also ein Recht nach Mitbestimmung haben, ist ein erster Schritt und notwendige Praxis im alltäglichen Umgang. Dennoch, der Krieg gegen Drogen ist ein Krieg gegen Menschen. Deshalb, wir lehnen jeden Versuch ab, die Menschheit vor sich selbst zu beschützen. Heißen diese Versuche nun Reichsopium oder Betäubungsmittelgesetz oder wie auch immer. Weg mit dem BTMG! Ja! Ja, Mann, ich bin die Aufmerksamkeit.